Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video zum Organon-Modell. Ich bin Nick und neben mir sitzt der Elia. Hallo. So ein Monolog wäre ja auch ziemlich langweilig. Also, in diesem Video geht es um das hier. Aber was ist das denn überhaupt? Ein Windrad? Oder ein Motor? Na, nicht ganz. Das ist das Organon-Modell. Und was soll das sein? Eine sehr gute und praktisch platzierte Frage, Elia. Aber bevor wir erklären können, was dieses Ding ist und wie es funktioniert, sollten wir erst einmal wissen, wem wir dieses Teil überhaupt zu verdanken haben. Okay. Das wäre dann nämlich der hier. Das ist Karl Bühler. Er wurde 1879 in Meckesheim geboren und starb im Jahr 1963. Und dieser gute Mann war Mediziner, Psychologe und Philosoph. Ein schlauer Mann also. Er befasste sich damals mit Denk-, Entwicklungs- und Wahrnehmungspsychologie sowie mit dem Gebiet der Sprachtheorie. Er war also gut in Bio, Rallye und Deutsch. Und warum ist das jetzt wichtig? Klingt für mich nicht sonderlich spannend. Auf den ersten Blick scheint das vielleicht nicht spannend zu sein, aber der gute Karl hat sich sein ganzes Leben lang mit Begeisterung Gedanken übers Denken gemacht. Als er mit dem Denken fertig war, hat er das Organon-Modell entwickelt. Dieses Modell ist also quasi das Ergebnis aus all seinem gewonnenen Wissen über all diese Bereiche. Cool. Und es wird noch besser. Er hat sein Modell so aufgebaut, dass man es ganz schnell und schmerzlos verstehen kann, ohne ein eigenes Diplom dafür zu brauchen. Aber bevor ich hier mit Fachbegriffen und Diagrammen um mich werfe, erst einmal die Basics. Also, das Organon-Modell hat den Zweck, dass es natürliche Sprachen veranschaulichen soll. Es ist also ein Kommunikationsmodell. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist Kommunikation? Kommunikation war doch der Austausch bzw. die Übertragung von Informationen, richtig? Genau, und noch so ein Leitsatz von Karl Bühler. Sprache ist ein Werkzeug. Wie meinst du das? Ganz einfach, ein Werkzeug ist ja etwas, mit dem du etwas anderes bewirkst, so auch mit der Sprache. Ich kann zum Beispiel bewirken, dass du mir etwas gibst, was ich haben möchte, indem ich dich danach frage. Stimmt. Und daher auch der Begriff Organon. Das kommt nämlich aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Werkzeug. Und da sind wir auch schon mitten im Organon-Modell. Das besteht nämlich aus mindestens einem Sender, einem Empfänger, einem Objekt und einem Sprachzeichen Z. Also ist der Sender zum Beispiel Person A und Person B ist der Empfänger. Aber was heißt denn jetzt wieder Sprachzeichen Z? Das Sprachzeichen Z ist das Medium, über das die Information übertragen wird. Das Objekt ist nichts anderes als der Gegenstand bzw. der Sachverhalt, um den es in der Information geht. Es ist also quasi der Anlass für die Informationsübertragung. Das sind also die Hauptbestandteile. Aber da stehen doch noch Ausdruck, Appell und Darstellung dazwischen. Genau, und hier wird es etwas komplizierter. Der Ausdruck ist das, was der Sender ausdrückt, also das wie etwas gesagt wird, der Übertragung. Er enthält also den Sinnbezug auf den Sender, also zum Beispiel seine Meinung. Der Appell steht im Sinnbezug auf den Empfänger, er enthält das Warum, bzw. das Was soll bewirkt werden. Und die Darstellung ist ganz einfach eine sachliche Beschreibung ohne Meinung. Bei der Darstellung liegt also der Sinnbezug auf dem Objekt. Okay, ich glaube, ich hab's verstanden. Können wir mal ein Beispiel machen? Na klar. Also, wenn ich dich frage, bekomme ich einen Bleistift von dir, dann ist der Ausdruck, dass ich einen Bleistift haben möchte, und zwar von dir. Was wiederum der Appell ist. Ich möchte, dass du mir einen Bleistift gibst. Das Objekt ist ja dann ganz klar der Bleistift, um den es in dem Satz geht. Exakt. Und das Sprachzeichen Z wäre dann einfach die Sprache, über die du mich fragst. Also ist das Medium immer die Sprache, die man spricht? Nein, nicht immer. Das Medium kann zum Beispiel auch ein Text auf deinem Handy oder Zeichensprache sein. Außerdem kann es sein, dass die Elemente unterschiedlich gewichtet sind. Würdest du mich zum Beispiel mit "Gib mir einen Stift!" anschreien, hätte der Appell eine riesige Gewichtung, während der Ausdruck und deine Meinung über diesen Stift quasi nicht existent sind. Gut, das habe ich verstanden. Machen wir noch ein Beispiel. Nehmen wir mal den Satz "Sieh mal da hinten, dieser schöne Regenbogen." Dann wäre der Ausdruck von mir, dass der Regenbogen meiner Meinung nach schön ist. Die Darstellung wäre jedoch nur, dass es ein Regenbogen ist. Und der Appell ist ganz simpel meine Aufforderung an dich, dass du mal nach dort hinten schauen sollst und dir den Regenbogen ansiehst. Okay, dann fasse ich nochmal zusammen. Das Sprachzeichen Z, beziehungsweise das Medium ist das, worüber eine Information gesendet wird. Der Sender sendet mit seiner Information seine Meinung und eine Darstellung über das Objekt oder den Sachverhalt sowie ein Appell an den Empfänger dieser Information. Dabei kann das Objekt auch der Sender, der Empfänger oder sogar die Information selbst sein. Und je nachdem, was die Intention für die Übertragung ist, sind die verschiedenen Bausteine unterschiedlich gewichtet. Du hast es erfasst. Jo, das war's eigentlich auch schon mit dem Video. Das ging ja schnell. Aber woher weißt du das denn alles?
Noch so eine praktisch platzierte Frage. Das sind unsere Quellen. So, Karl Bühler vorgestellt, das Modell vorgestellt, Beispiele 1 und 2 erklärt und Quellen für Interessierte und Anwälte bekannt gegeben. Dann bleibt mir nur noch, mich für eure Aufmerksamkeit zu bedanken, mich zu verabschieden und einen schönen Tag zu wünschen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Habt noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.